Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu einem Bro Power Battle. Wir spielen 100% Crit, hier werden die Crits fallen. Sowas habt ihr nicht gesehen, mit dabei Povron. Yeah, Buddy, herzlich willkommen ihr Lieben, schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Schaut in die Beschreibung, schaut bei Mike vorbei, das schon mal vorne ab. Ansonsten, heute gibt es ein Full Crit Gameplay. Ich hab Angst. Wir haben uns nicht auf spezielle Items jetzt hier festgelegt, wenn es um Crit geht, aber jedes Item muss halt Crit enthalten. Wir haben jetzt hier ganz gechillt mit dem Handschuh gestartet, das heißt, wir haben schon mal eine Crit-Chance von das wird 10%. Richtig spannend. Vor allem finde ich es interessant, ja. Also, und jetzt, ja, komm Sion, komm ran hier. Also, du hast recht, ja, ich würde dem hinzufügen, was ich interessant finde, ist die Champion-Wahl. Wir haben 5 Fernkämpfer, ne, Garen ist ein A-Kämpfer, aber die Gegner haben mehr Melee Bruiser irgendwie gewählt. Jedes Item muss Crit enthalten, hast du glaube ich gesagt. Das heißt, jeder hier wird 100% Crit haben. Also jetzt nicht nur irgendwie, dass ich jetzt sage, nur Draven 100% Crit, jeder. Guck mal hier, kriegst den Handschuh, zack, wutz! War das ein Crit? Das war kein Crit, ne? Nee. 10% Crit-Chance, wer jetzt hier crittet, gewinnt die Trades, Hardcore. Das war ein Crit, war bumm! Hast du gesehen, wie low er ist? 100. Das hat 109. Es gibt ja diese Runen, wo man ein bisschen Crit rennt. Oh, jetzt hier! Zack! Wutz! Ah. Oh! Was geht ab? Was zum Teufel ging ab? Ich hätte noch. Okay, du machst das schon. Ey, ich hätte da noch. Alter! Ich krieg ihn nicht! Er wird. Hab ich Lauftempo oder so? Oh! Ich könnte sogar noch umdrehen. Warum dreht er um? Das wird blöd von ihm! Ich hätte aber gedacht, der kann umdrehen, ey. Weil da, wo du keine Vision hattest, das war schnell eine Fähigkeit und 2 Auto-Attacks. Hatte er denn einen Crit? Er hat der Flask, okay. Okay, war okay. Ach du Scheiße. Ist wie 2 geworden. Warte mal, fight mich mal hier, mein Junge, her, komm. Mal wie er steht, ey. Er muss halt erstmal rankommen, ne? Das ist das Thema, bei den Nahkämpfern. Ich hab dich sogar noch geheilt. Hast du auch Heal? Haben wir beide Heal? Nee, hab ich nicht. Ich bin RIP! Ah! Der will flashen, nein! Ah, ich dachte, der wird über einen Minion noch, Nee, den Schuss hat, damit hat er gestartet. Ich muss einkaufen gehen. Lass mir mal 2 Minions noch. Ja. Da wird's was. Noch den einen hier, warte. Alter, dieser Saiyan, ey. Er macht auch noch 7. Ja, haben wir erwischt, nice. Den hat so schön seine Spaß-Moves, ne? Hauptsache, ich fahre mal einfach nur weiter. Ja, mach doch easy. Okay, peasy. Gut. Eigentlich kann ich hier bleiben, ne? Er ist Level 1. Engage. Sion hat keinen Cube. Rückzug! Farm wird überbewertet, Guys. Wenn Sion seine Q raus hat, dann kann man. Oh, der ist aber eklig, ey. Ja, Sion ist. In der Passiven wird er nochmal richtig versuchen zu fetzen. Aber dafür ist er dann tot. Oh mein Gott! Oh mein, ich habe ihn nochmal erwischt mit dem. Das ist ganz geil, du hast diesen Poke, die Poke-Komponente. Ja! Fuck! Hast du? Ja genau, das mit dem Poke ist ganz cool und das ist auch ohne Defekte, wenn ich Static, deshalb werde ich Static als erstes rushen. Schön. Ich find's voll süß, dass du mich gerade farmen lässt. Ich weiß gar nicht, ob es bewusst ist oder ob du einfach nur chillen willst. Ja, irgendwie so. Haben die Gegner einen Jungle? Die haben auch keinen Jungle. In den seltensten Fällen, würde ich mal sagen, dass diese Spiele try. Diese eine Axt, die immer mal wieder kommt, ne? Ich hab auch noch mal eine Axt. Sweet. Komm, das ist dafür ein Auto-Zeck. Sions Dings ist raus, das heißt, ich kann aggressiver gehen. Shit. Hier ist auch nochmal erwischt. Scheiße, ey. Normalerweise jetzt. Nice, ich seh's schon. Ja, Mann, das ist so, ey, einmal nach vorne jumpen und GG. Komm schon. Jetzt unterschätzt man Double ADC. Das Ding ist halt, einer wird irgendwann schwächer, weil nicht beide farmen können. Aber im Early haben beide die Range Auto Attacks. Deswegen ist das eigentlich eine ganz solide Geschichte, die wir haben. So, diven wir den, ne? Oh fuck! Ja, das war genau richtig. Der war close, Alter, der war close. Ist ja direkt schön weggedashert. Der Tower! So, ich will jetzt farmen gehen. Einkaufen gehen.
Ich hab wieder Heal, eigentlich kann er uns nicht besiegen. So. 1400 plus Kill, was kann ich da machen? LeBlanc 1-2, Echo 1-1. Echo 100% Crit ist auf jeden Fall auch spannend. So, 3-4 steht es da, interessant. Nee, ich krieg's. Jetzt brauche ich den Attack Speed einfach weiter, ne? Ah, zwei Tränke. Kein. Ah, okay, ich habe mich hierfür entschieden, für die Phantom Dancer Variante. Ich glaube, Xin wird eklig. Wir haben auch gesagt, man kann, darf keine Schuhe bauen. Und wenn Xin an dir dran ist, kommt sie weg. Ja, Power ist low. Vielleicht geht es auch ganz gut zurück, dann schaffe ich auch mal ganz. Dann bin gespannt, wer zuerst 100% Crit hat hier. Dann können wir wieder ein bisschen Attacke machen. Wie sieht's aus? Ich brauche einen Kill. Das finde ich schön. Denn ich habe 92 CS. 92 Draven Stakes, besser gesagt. Ich bin Level 6. Leute, wenn euch das ein bisschen ruhiger heute ist. Wir haben gerade noch beide gestellt. Also, ich habe auch einen Fall gestellt. Mhm. Ich glaube, du auch ein Bike, oder? Ja, ich bin auch ganz gechillt. Erstes Video heute für mich. Mhm. Jo. Ja, für mich auch. Heute stehen 2 oder 3 Videos aufnehmen und dann vorbereiten ein bisschen für den Urlaub. Das passt. Ah, hat schön weitergepaukt. Komm. Kenne mich nicht. Ah, safe, Mann, ne? So, wie sieht's aus? Das ist der Sion, der hat, glaube ich, gerecallt. Ah, ne, da steht er. Bumm! Alles passiert, Alter. 5 zu 4, ja. Die Draven geschwindig, Axt fangen nach vorne. Ich weiß ganz genau, wie die sich fühlen, ey. Richtig am Arsch, ey. Da, komm mal. Ein Auto-Attack. Was will der von mir? Deshalb will er das, ey. Okay. Alter, bei Draven bin ich immer so konzentriert, wenn ich den spiele. Ja, muss man. LeBlanc noch fehlt immer noch. Die ist in der Mitte. Okay. Oh, what? Oh. Hier? Ja. Ein Tower-Schuss gekriegt, fuck. Kriegst du ihn? Ich weiß nicht. Entweder es... Ah, fuck, warte mal! Yeah. Meine Ulti kommt ja noch irgendwann zurück! Oder ist sie schon zurückgekommen? Oh, komm, hier läuft. Er läuft die ganze Strecke. Fuck. Der Lucian muss so knapp überlebt haben, ich hab ihn noch mit der Ulti erwischt. Und ich habe jetzt meine Ulti bekommen. Na, warte, aber komm, kriegen wir den Tower? Wird das greedy? Lass mal auf den Tower hauen, oder? Gleich kommt der Lucian Double Kill. Oh, schaffen wir nicht, ne? Oder? Schneller! Der Lucian kommt! Ah, sweet, ey, das läuft, das läuft. Leute, Daumen nach oben nicht vergessen. Abo da lassen. Und ja, ansonsten schreibt auf jeden Fall coole Ideen in die Comments, das ist klar. Was ihr noch so an Item-Battles, Themen-Battles und so weiter sehen wollt. Ich kriege auch manchmal tatsächlich E-Mails von euch oder bei Instagram-Nachrichten. Tomek, ich habe eine Idee für ein Skin-Battle. Das bin nicht ich, ihr Lieben. Das ist der Mike. Also wenn ihr mal ein schönes Skin-Battle sehen wollt und sehen wollt, welche coolen Skins es sowieso bei League of Legends gibt und nicht nur. Das Ding ist, wenn man weiß, es gibt einen coolen Skin, ist es cool, den auch mal im richtigen Game zu sehen. Dann sieht man die ganzen Animationen, wie er sich verhält, wie er auch über einen längeren Zeitraum aussieht. Also gönnt euch auf jeden Fall. Ich glaube, da hast du sogar eine ganze Playlist, Mike, oder? Ja. Skin-Battles, Team-Battles, mache ich auch wöchentlich. Dann gönnt euch auf jeden Fall, Leute. Im Übrigen, ein kleiner Tipp an dich. Guck mal, was ich gebaut habe. Ich habe jetzt schon doppelte Energieaufladung. Also jetzt bin ich eigentlich schon ziemlich OP hier. Mhm. Ja. Ah, schade. Ich habe auch die Axt nicht gefangen, viel zu bad. Leute, ich hab ihn auch nochmal erwischt, ey. Der Poke. Das ist genau das, wollte ich hier mit Ezreal spielen, weil du diesen On-Hit-Effekt da hast. Schon wieder ich hab mir die erhöhte Auto-Attack-Range erstmal gegönnt. Ah, hier.
Ich brauch dringend einen Kill, ey. Ich hab so viele Stacks. 176 Stacks, das ist Money. Ja, die haben dann Ward drin, ne? Der Pink Ward rentiert sich. Leute. Kennst du das, wenn du einen Skillshot Predicted raushauen willst? Der Gegner bleibt einfach stehen. Ja. Ja, okay. Jetzt fehlt aber hier der Mittler. Ne? Ja, läuft. Alter, Junge. Was ist dein Ulti, ja? Wait, what? Ich hab noch meine. Und? Komm schon. Och nö! Schade. Kein Kill? Ich hab Ignite gespielt, ich scrub. Wo ist die LeBlanc? Deswegen krieg ich keine Kills, weil du immer nur kein Essen willst. Du weißt schon, dass es gerade nicht geklappt hat. Aber auch da hätten wir den Kill nur bekommen, wenn deine Ulti getroffen hätte. Jetzt kommt die LeBlanc, jetzt kommt die. Okay. Leider nicht mal Mana, um zu skaten. Ja, ich. Mach sie wieder weg. Ich komm wieder nach vorne. Die haben ja keinen Jungler, was ganz angenehm ist. Ich will von der Seite versuchen, auf den Lucian zu kommen. Also, ja, wirklich. Okay, jetzt? Hand aus, ja. Ja, flasht der erstmal weg. Jetzt kommt die LeBlanc schon wieder, was? Haben die gewardet, weißt du? Ja, weiß nicht. Oh Gott, ich kann ihn gleich killen. Immer diese eine Axt, die tut weh. Ja, Mann, ey. Ich bin so krass bei Draven, echt. Und der alte Draven hätte noch mehr Power gehabt, ey. Scheiße, Mann. Es wird immer lower und lower. Oh, da habe ich denn zwei Fähigkeiten. Nice, good job. Endlich! Hab ich doch gewartet! Wie viel Gold hat das gebracht? Komm, den diven wir, oder? Warte. Oh, so, echt? Kill ihn! Mach ich, mach ich, mach ich. Stark! Und noch mehr Stacks! Oh! Jetzt komm ich hier irgend... Nice. Du kommst nicht weg! Ah, schade. Lol. Help! Junge, help! Was für Help siehst du jetzt? Okay, hab ich jetzt mein Static? Das... Yeah, schön. Das wird Spaß machen mit der Q. Ja, ja, das ist das, was wir am Anfang gesagt haben. Ich dachte mir so, Bruiser wie Pantheon, Lee Sin können mit 100% Crit uns deleten. Aber so Fernkämpfer wie Ezreal und Draven jetzt gerade haben es gegen den Sion etwas leichter. Der einzige Champion, über den ich noch nachgedacht habe, war Caitlyn. Dass man sagt, okay, mit der Range und mit dem Crit, dass man die Gegner wirklich aus maximaler Entfernung shreddet. Aber ich hatte irgendwie Bock. Manchmal siehst du einen Champion und sagst, hey, heute spiele ich Ezreal. 80% Crit habe ich jetzt. Und Jhin wird auf jeden Fall schön von Profi ziehen. Oh, meine Ulti könnte treffen. Wo recallt er? Da. Meine Ulti fliegt. Bap, 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 bap. Badada. Oh, nein! Nein! Und ich hab die zu früh zurückgezogen. Draven, Opfer! wollen wir einfach jetzt in die Mitte gehen so? Kann ich machen, ja. Ganz gechillt. Hier kommt der Echo. Sie haben da gewordet. Kommen Sie. Und. Nimm die Krabbe. Oh. Ehrlich? Bro? Scheiß Exhaust! Ah, den kriegt der. Ah, okay.
Gute alte Exhaust, was immer gut gegen ADC ist heute. Ich will Infinity Edge bauen, ich glaube, ich spare. Zum Beispiel, wir haben auch einen Nahkämpfer-Bruiser mit Garen. Bei ihm läuft es zum Beispiel. So, jetzt wird er aber attackiert. Ja, ich würde einfach umdrehen auf Lucian, der hat ja hier seinen Mikiro-Hackett. Eigentlich ganz witzig, was wir gar nicht abgesprochen haben, was wir aber haben, ist diese Double-Ulti-Kombo. Mhm, ja, hab ich auch schon gesehen. Gut. Hast du schon gesehen? Uiuiui. Uiuiui. Und in die andere Richtung, komm. Echo ist, glaube ich, mit deren gefährlichste. Ja. Hier ist LeBlanc. Jetzt will ich die Plays sehen. Na, schade. Echo ist so ein Champion, der auch einfach diese dreckige Mobilität hat. Es ist immer noch einer, den ich auch sehr gerne banne. Plus Ulti. Sehe, okay, der wird nicht in unserem Team gespielt, dann gehört das für mich mit dazu. Was macht der Xen? Will er draken? Jetzt weiß ich nicht, ob die hier gewardet haben, ey. Jetzt begebe ich mich hier in gefährliches Territorium. Oh, Papa ist weg! Ich dachte gerade, das wäre einer aus unserem Team. Und da kommt von unten noch ein Xin. Der kommt von meinem Rücken. Okay, jetzt kommen die Bruiser hier. Die Frontlines zur Geltung. Ich bin noch gar nicht richtig im Spiel angekommen, du? Ja, doch eigentlich schon. Fühlt sich ganz interessant auf jeden Fall. Aber Echo ist für mich einfach so ein ekliger Champion. Das ist immer dasselbe bei ihm einfach, diese Ulti. Du denkst, du hast ihn, nein, du hast ihn einfach gar nicht. Jetzt wird's aber interessant, ganz ehrlich, wenn Garen vielleicht vorgeht. Oh! Ulti! Er sieht Ulti, okay? Jetzt werden erstmal alle low gekrittet. Oh, schade, du bist schon tot. Oh, die Jhin-Ulti. Hat er schon wieder seine Ulti? Schade. Das kann nicht sein, Mann! Mir fehlt die Reichweite! Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen. Komplett, so ja. Sad, ey! Na ja, gut, 17-17 wäre es, naja, Echo gefährlich. Aber die sind im Endeffekt sind sie alle gefährlich. Das kommt darauf an, welcher Position sie uns einfach erwischen. Ja, genau. Ja, wenn alle squishy sind und alle Damage haben. Ach so, Garen profitiert auch von Quitsch. Wenn ihr auch auf das ist ihre Ulti. Brauche ich schon mal den Handschuh. Dann habe ich schon mal 90% Crit. Ehrlich gesagt, mache ich gerade sehr wenig Schaden. Das finde ich ein bisschen sad. Und ich weiß auch genau, woran es liegt. Nur Attack Speed und Crit reicht nicht. Man braucht die Infinity Edge. Das ist gerade die harte Transition. Ich muss jetzt noch irgendwie an 2600 Gold kommen. Sonst wird es für mich hier haarig. Doch, ist klar, Alter. Ist klar. Dankeschön. Okay, was geht da vorne ab? Come on, Kindred. Come on. Yes! Oha! Der Auto-Attack von LeBlanc! Was ist mit dem passiert? Hä? Ich hab noch meine Ulti, aber ich sehe gerade kein Geschwächt hier. Allein wie lange es dauert, um die Krabbe schon zu killen.
Scheiße. Oh! What? Ey, komm schon, 90% Crit und der Letzte hat mich gecrittet? Schade, Klaus. Ich habe 90% Crit und der letzte Auto-Attack hat nicht gekrittet. Ey, wie unlucky ist das? Feels bad, Bro, Alter. Das ist einer von 10. Es ist so scheiße, Alter. Ich bin mich gerade richtig verarscht, Alter. Oh, please. Also, so League of Legends Logik, weißt du, in dem Moment, wo du fast tot warst, ah, das ist der Mr. Mike AP, den geben wir ganz kurz 0%. Please. Ich hab noch mein Heal, Alter. Fuck this. Ich bin einfach mal von 3-0, glaube ich, auf 3-4 jetzt gegangen. Man, 2019, ich hab keine Ahnung, wie das Game ausgeht. Also, die versuchen uns ja immer wieder irgendwie in diese Nahkampf-Fights zu baiten und vor allen Dingen in die Zion Q, glaube ich, ist es, ne? Wo wir alle, ich finde Zion auch richtig eklig, weil, okay, ja, selbst wenn er reingeht und stirbt, hat er auch die Passive, die irgendwie zonend wirkt. Meine Bonk-Spot. Sollen wir top gehen? Kindred macht einen ganz guten Job. Ja, das stimmt. Kindred hat auch diese Überlebensfähigkeit, die hier viel wert ist. Alter. Kindred kann einen sofort breaken, ey. Ich hab Angst, dass die LeBlanc hochkommen. Nice, so muss ich sehen. Wie? Ich habe keinen Support bekommen. Ich bin richtig am Mord. Er steht seit 2 Minuten. Ja, kann passieren, ne? Ich bin so ein Opfer. Mike wird von Riot genutzt. Oh, jetzt aber, komm. Das wird auch nicht passen, weil ich... Erzähl mir keinen, ey. Hast du zufällig gesehen, dass wir beide da unsere Ulti reingehauen haben, Mike? Er ist genau zwischen unseren beiden Ultis durch. Ich hab's gesehen. Ich hab meinen extra ein bisschen weiter oben gemacht. Ja, da, der war genau so im Kanal und da ist er genau so. Ja, genau. Yes. Ja, ja, komm, alles, Junge. Ja, alles gut. Jo. Alles gut, Riot, ne? Bin ich aggressiv. Na, die Axt ging auch noch rein, LeBlanc. Muss auch richtig pushen. Sauer auf Riot. Die hier gewartet hat, wenn die hier gewartet hat, bin ich tot. Ah, ich rieche was zum Mampfen. Mein Gott, da fehlt nur noch eine Axt für die LeBlanc. Bitte, die kommt irgendwie. Ja, was hältst du? Achso, Infinity Edge. Ah, gut, dann warte ich noch. Das Ding ist, die anderen haben halt ihren Essence Reaver gerusht und es hat denen tatsächlich einen AD-Bonus gegeben, den ich nicht habe. Mhm. Und ich komme nicht auf dieses Item. Es ist gerade so schleppend. Ich kann nicht mal lastet mit Draven. Was haben die mit dem Champion gemacht? Wurde er tot genommen? Na, Spaß beiseite, jetzt wird hier. Yes! But a silence! Noch nicht ganz eingekauft. Ich nicht mehr viel. Up. Oh, warte mal! Noch ein Auto-Tag! Ein Auto-Tag! Okay, auf jeden Fall hier erstmal das BF-Schwert, das ist schon mal schön. Schon mal Gold wert, Kappa. Ja, ich will nicht, dass LeBlanc kommt, ich brauche noch Farm. Sie kommen. Oh. Ja, Mike. Ja, warte mal, in den Minions. Vielleicht klappt's. Ohne Mana, komm. Tu es. Draven braucht keinen. Scheiße, ich hab die Axt nicht gefangen. Hopp. Er geht offensiv. Er hat die Pferdezüge. Wie, das war die falsche? Die ich attackiert. Ey, guck mal, ich mach keinen Schaden. Siehst du das? Siehst du das? Ich mache absolut null Schaden. Ja, hab's gesehen. Ich habe eine Axt, die bringt mir 130 zusätzlichen Schaden. Ah, nee, stimmt gar nicht. Hä, hier steht, Draven's next attack will deal 130 Also doch Bonus. Wieso mache ich keinen Schaden an der? Ich habe 3 Äxte getroffen, die muss tot sein. Oh, Infernal Drake. Das brauche ich, dann mache ich Schaden.
Das gibt's doch gar nicht. Kindred, ey, das gefällt mir. Ja, die Kindred so hat doch schon ihre AI. Baby. Kindred, die schätzt das einfach wahnsinnig geil ein, ey. Schon wieder. Lol. Jetzt aber, ey. Ich mach auch. Ah. Junge, Alter, der geht mir so auf den Fisch, dieser Typ, ey. Man muss halt wirklich hier viel mit den Auto-Attacks arbeiten. Also ist klar. Ist natürlich klar. Wir haben ja Yasuo. Haben wir es überhaupt gesagt? Wir haben ja Yasuo und Trinder gebannt, ne? Haben wir noch irgendwen gebannt? Nee, Shaco haben wir noch gebannt. Aber das sind echt. Wenn die. Erstmal hat Yasuo halt zu schnell seine 100% Critical Strike Chance. Aber da finde ich jetzt auch Kindred interessant, weil das, was wir bei Trinder weghaben wollen, hat Kindred auch in etwas, sagen wir, abgeschwächter Form. Ja. Nicht nur sich, kann mal, also schützt dann quasi alle. Aber das fühlt sich auf jeden Fall gut an und das fühlt sich auch für eine Kindred und ihr Team, wenn sie es gut timet, mein Gott, dann auch sehr safe an. Was jetzt? Also erstmal, ja, ich habe dich gehört, ich stimme dir zu. Ja, richtig. Weil viele ja sagen, ich antworte nicht auf deine Sachen, aber wir nehmen die auf und fangen dann einfach was anderes an. Aber im Prinzip haben wir uns dann schon bestätigt. Achso. Ich mache Schaden, das glaubst du nicht. Ich mache jetzt Weil Schaden. Du Infernal Drake jetzt hast. Ganz genau, jetzt habe ich die Infinity Edge, jetzt werde ich kritisch. Guck dir das an! Och nö! Und tötet ihn! Ernsthaft? Und nein. Ey, ich. Hätte es nicht erwartet, dass Kindred so abgeht, ne? Ja, hat das ganz gut gemacht. Auch, na gut, nur 4 Stacks, da geht auch noch was. Aber hey, Hammer. Auch, ja, gut, ein Itembild natürlich jetzt auch schon fertig. Deine Maus. Da kommt die LeBlanc. Guck dir das an, die kriegt keinen Schaden! Nicht mal Kindred macht dir Schaden! Sagt er und Kindred killt sie. Scheiße, Mann. Okay, jetzt komm ich, jetzt will ich auch mal mitspielen. Bin gar aber nicht mehr drin. Das hat sich jetzt echt schlagartig verbessert. Oh, der hat keine eigentlich. Will aber nach vorne. Ja, der will. Gib dir 10 Euro Facebook-Karte, nur aus der Rippe-Gesten. Nice. So wichtig ist jemand in der Sieg. Mann, wie knapp das war. Ich bin fast tot. Mit wem hast du gefightet? Gerade das mit Sie. Du warst doch dabei. War das der Xin, haben wir gekillt. Ich bin da nicht schon mal mit dir. Auf, Alter. Oh, der hat ihn. Komm. Und die fliegt? Please. Ich hab ihn! Jetzt hat das raus. Die letzten 3 Ultis haben einfach jedes Mal wen gefinisht. Jetzt hat er den Bogen raus. Oh Gott, aber nicht gegen die Maus, ey. Doch. Ja, der Garen Silence ist natürlich. Wer hätte auch gedacht, dass die eine LeBlanc und ein Echo spielen, dass der Garen Silence schon wieder Gold wert, ey. Ach komm, ich bleib da, ey. YOLO! Komm! Och, komm schon! Ah! Warum werde ich so von allen gefickt, Alter? Ey, Exhaust! Was soll das? Wurdest du schon mal exhausted in dem Spiel? Nee. Du hast immer noch diesen Mr. MyGP-Bonus. Ich habe aber auch diesen Einspieler. Da kann man auch nochmal fett gratulieren. Ich habe aber auch den einen Auto-Attack. Oh Gott. Als ADC, Leute, alle ADC-Mains da draußen, spielt mit dieser komischen Auto-Attack-Taste. Oh, please. Wo ihr automatisch den nächsten Champ angreift. Ich hab ihn noch, really? Red Buff, OP? Du hast richtig und die Nice kommt dazu, ey. Okay, wir gehen einfach wieder rein. Kindred ist alles in. Krass, ey. Kann ihre E kritten oder was ist das? Ich weiß nicht, was mit Kindred los ist. Ach doch. Doch, jetzt wo du sagst, der Wolf profitiert von Critical Strike Chance. Und ich lebe immer noch. LOL. Ey, das Spiel entwickelt sich. Es war zwischendurch richtig hart. Und jetzt einfach steht es schon 38-27. Du bist sowas von in einem anderen Game wie ich, Alter. Ich hab seit 10 Minuten absolut keinen Spaß. Oh, sorry, Bro. Warte mal jetzt, was baut man denn. Ey, was hältst du denn einfach jetzt von der nächsten Infinity? Ich hab 80% Crit. Hammer. Hammer? So Hammer. Hammer, ey. Ey, das bringt mir wirklich die letzten 20% unter D und plus AD, ja. Oh
Letztendlich ist egal, was du baust, weil du wirst ja nicht exhausted oder vor dir wird ja auch nicht weggeflasht. Ich komm mal zu dir, Bro. Bin eh jetzt tot, kannst du wieder woanders hin gehen. Und? Ja, sie aber, ey. Ist okay, es ist eine Steigerung, Ja, aber das kann nicht sein, das kann trotzdem nicht sein, dass ihre drei Auto-Attacks mehr Schaden machen als meine von Draven. Ich dachte, der hat ein Steroid für Attacks. Denke ich auch, ey. Eigentlich dachte ich, das war auch so der schlimmste. Wow. Ich dachte, ich mach zwei Crits und die Gegner sind tot. Nee. Hey, wo ist der? Hier. Und, hab ich ihn? Please. Nein! Der Sion hat ein dünnes Modell, der ist schwer zu treffen. Ey, aber es ist richtig krass, wie Sion. Man denkt ja, okay, auch Sion ja normalerweise tanky, ist auch ein bisschen durch sein Schild und seine Base-Stats, aber wenn man ranspringt, zwei Auto-Attacks, drei Auto-Attacks, dann mit Infinity Edge. Aber wenn die beiden natürlich noch kritten bei 80% Critical Strike Chance, dann läuft's. Mathematik bei Popwood. Kommt, Oh, schöner KS. Oh! Oh, der war juicy, Leute. Läuft, Bam. Er läuft, Alter, bei dem Jungen. Komm. Und der hat's auch sauber. Das war so juicy, ey. Das war das Juicyste in diesem Spiel. 10-6 Ezreal. Ja, das ist nicht schlecht, ne? Ich nicht gedacht, dass du so ein geheimer Ezreal-Main bist. Tatsächlich nicht. Ich finde, man sollte eigentlich immer Spaß in solchen Fun-Modus Champions ausprobieren, aber dass du gleich dein Main spielst. Ja, es tut mir leid. War wirklich gelogen, als ich am Anfang gesagt habe, ich habe einfach mal Bock auf Ezreal. Mal wieder seit langem. Ich mag Draven, ich habe fast das Gefühl, der macht im Normal mehr Schaden, wenn die Leute Tanky bauen. Das ist irgendwie komisch, ne? Das ist so unlogisch. Ach was. So, was ist mit dem Sion hier? Oh! Komm zurück, kleine Puppe. Und Kindle geht einfach wieder richtig schön. Und bam! Das kann nicht sein! Wenn ich das mache, bin ich tot! Yo, hast du gesehen? Der Kurs ist gestiegen für Kindle. Ich krieg jetzt einen 30 Euro Paystick. Wow. Jetzt kommt sie. Ey. LeBlanc auf AD war früher so geil. Sie ist immer noch geil, wie ich sehe. Aber Kindred. Es ist so komisch! Warum springt die LeBlanc nicht weg von Kindred oder so? Weil sie ihren Jump für mich verbraucht hat. Oh Gott, ey, das Game ist so lustig. Okay. Und sie geht einfach wieder rein, guck mal. Wenn sie jetzt noch den Xin nimmt. Ah, ich weiß aber, wodurch sie da so schnell gewonnen hat, weil sie. Also sie kriegt ja. Jetzt, wurde echt jetzt will ich sehen. Verändert. Aha, doch nicht OP? Sie kriegt jetzt auch, ich weiß gar nicht wie viel, 70% Attack Speed oder so circa, wenn sie nach vorne springt. Weißt du, was ich auch merke? Ich habe das Gefühl, die Out-Detects von Draven, die sind irgendwie recht langsam. Ja, weil du immer wieder die Äxte fangen willst, ne? Oder? Ja. Es klingelt an der Tür, haben wir noch was bestellt. Oh, jetzt machen die Äxte Schaden plötzlich. Na, nimm Buff. Klingelt an der Tür. Ich glaube, was haben wir noch bestellt? Doch, eine Sache müsste noch kommen. So. Man könnte auch relativ schnell Baron machen, das stimmt, aber ich schließe dich mal hier deine Lane an und gucke, was kommt. Wie man auswählt. Der Push in der Version. Ist in meinem Portemonnaie, wo ist mein. Weiß ich nicht. Boah, wie schnell er raushüllen musste, Alter. Ich weiß nicht, ich gucke mal. Hab dich, Baby.
Ach, das. Achso, Xenox. Lol, stimmt, Mike ist gerade AFK. Achso, da bin ich wieder. Ist das verflucht. Was gönne ich mir denn jetzt als nächstes? Irgendwas, eigentlich. Was bringt nochmal hier Phantom Dancer? Kann man machen? Kann man nicht machen, wenn man Full Crit hat, Mike? Was meinst du? Ich bin gerade sowieso komplett verwirrt, leider. Okay. Weil ihr kommt jetzt noch Post hier und jetzt müssen wir irgendwie einen Ausweis geben. Normalerweise ist das nicht so. Wieder ein DPD, das sind bei uns die schlimmsten. Ich glaube, ich baue jetzt einfach auch einen Essence Reaver. Wobei Attack Speed ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Jetzt macht der Schaden plötzlich, ne? Richtig gut, Alter. Yo! Aha, aha, wer macht da plötzlich Schaden? Und. No! Easy! Läuft, good job, Mensch. Warum kommt ein Paket? Warum auch immer ist er drin. Okay. Oh, Red Buff, das könnte reichen. Papa hofft auf seinen Killen. Eigentlich könnte ich ja jetzt auch. Was ist das? Könntest du jetzt auch Vollbaum mit BF-Schwerter, ne? Weil. Sind ja Komponenten für Crit-Items. Ja. Also. Ja, ey, Mann. Auf der Lane war es lustig, außerhalb der Lane hat mich irgendwie jeder geraggt. Die LeBlanc, hast du gesehen, ne? Weil das Ding ist, die jumpt rein, macht ihre zwei Outlet. Guck dir das aber an, Kindred juckt das nicht. Oha, wie viel... Ich weiß ja, ich hätte LeBlanc spielen sollen. Das ist so crazy, wirklich, diese Mobilität. LeBlanc hat auch diese ultra-smoothen Auto-Attacks. Jumps rein und machst zwei Auto-Attacks, während ich einen mache. Also ich komme mit ihr seit dem Rework überhaupt nicht klar, aber scheint für manche gut zu funktionieren. In LCS auch gespielt, ne? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, LeBlanc. Ab und zu schalte ich ja nochmal ein ins Spiel. Mitte ganz guckst gut. Du noch richtig aktiv, richtig sitzt du manchmal so, sag ich mal, wenn jetzt abends 5 Stunden lang Games laufen, dann siehst du und guckst das an, oder? Oder zockst du dann auch nebenbei ein bisschen, oder wie machst du das? Also NA gucke ich eigentlich noch. Also dann, ich gucke zwar nicht live, aber dann vom Schlafen gehen meistens an und dann gucke ich so 3 Stunden. Also. Eigentlich cool. Ich fand das so sweet von Jilly, als er gesagt hat, dass er seit du irgendwie angefangen hast, er hat immer noch diese Gewohnheit, sich ein Spiel von dir vom ja, Schlafen das ist gehen richtig mal süß. Reinzuziehen. Das finde ich auch süß. Lol, wie viele Eggs hier fliegen? Ich konnte die gerade gar nicht fangen. Egal, wenigstens habe ich in dem Spiel uns Drake-Kontrolle beschafft. Ist gut. Den Baron jetzt geholt in der Zeit. Kommt doch gleich jemand. Ach, die haben Baron. Oh, die haben mich gesehen. Echo und Xin kommen. Bist du hier? Ach du Scheiße, ich mach Schaden. Wait, what? Läuft. Komm, den hab ich. EQ und dann ist tot. Oh mein Gott, 100% kennt SV, scheint auch cool zu sein. 2 gegen 4, so muss das. Wette aber auch schon wieder Tristana wegen dieser Mobilität. Das hat auch richtig Spaß. LeBlanc hat die Kindred gekillt, by the way. Geht auch richtig, ich hab 2. Ah, komm mal hier. Die kommt jetzt zu dir im Übrigen. Nimm einfach den hier. Die hat Homeguard Recalls, jetzt kommen die gleich. Wenn du Q triffst, gewinnst du vielleicht. Und RIP. Oh. Echt? EQ Auto-Attack. Wahnsinn. Man unterschätzt es einfach, die haben alle 100%. Ja, 429 AD ist klar, ihr Auto-Attack macht das über 1000 Schaden. Ey Mann, wie viel hab ich jetzt AD? 366, aber gut, die ist auch fetter, ne? Eigentlich wäre es echt mal cooler, wenn du vor mir stehen würdest, weil du kannst wegjumpen. Stehst du immer so weit hinten, dass sie einfach mich umbrezeln.
Meinst du, also letztendlich zum Beispiel eben gerade da bei dem Xin. So oder so, drei Auto-Attacks, dann ist jeder tot. So, Vollbild jetzt. Ah, ich fühle mich wieder useful, das ist ganz gut. Ich freue mich noch auf den Damage-Graphen später, muss hier jeder... Ah, wobei, wir haben keinen Tank, also so viel Damage kann man sich auch nicht erfahren dann. Läuft da! Ich mache schon Schaden, aber diese kurz... Wäre komisch, wenn nicht bei dem Bild, die, ne? Die kurze Reichweite wiederum. Och doch! Das kann jetzt... Das hat... Hä? Ich hab 100% Crit, wie kann das nicht critten? Hä? Hör auf, Junge, hör auf, Alter. Ich könnte schwören, ich habe keinen Crit gelandet. Junge, wenn das so ist... Guck mal, keiner macht was! Die gehen einfach auf mich! Ey, hast du das gesehen? Nein, leider nicht. Aber Mike... Jetzt geht sie rein und sie hat sogar noch Ulti! Ist hier das abgesprochen oder so? Mike, wenn du wirklich 100% Crit hattest und nicht gekrittet hast, dann mach daraus eine Montage. Das ist ein Video, das locker 100.000 Klicks macht. Alter. Ich guck's mir an. Oh, ich hau ab, ey. Ciao, Bella. Ihr habt gar keine Lust irgendwie. Das ist jetzt ein Auto-Attack, ich bin schon wieder weg, ey. Die wahrscheinlich chase dich jetzt. Die hier mit sagt, du bist sowas von tot. Du musst outplayen. Outplayen, ey. Was soll ich da? As real playmaking. Das Schlimme, warte, aber wie ist das hier? Oh ne, defekt. Tränke sind erlaubt, Leute, haben wir gesagt, also nicht wundern. Letztendlich, 1000, genau. Mike, wie ist denn das? Du hast ja damals dieses Starke, das ist die Passive mit diesem, wenn man sich bewegt bei Rapid Fire Cannon und Static, ja, dass man Energie aufbaut. Wie ist denn das, wenn ich jetzt noch eine baue? Baue ich dann noch schneller Energie auf? Wäre great. Mich irgendwie ein bisschen gehört, Mike? Ja. Aber antworten tust du nicht, oder? Nein, ich traue um dieses Spiel. Oh, okay. Es kommt drauf an. Meinst du, du willst jetzt quasi wissen, ob man es dreimal stacken kann? Genau, weil wenn man es zweimal kann, was spricht dagegen? Es ist immer noch. Sollte möglich sein. Einfach mal, komm, es ist ein komplettes Spiel. Sollte möglich sein, eigentlich. Das Ding ist, dass niemand halt diese drei Items draus baut. Aber eigentlich müsste es möglich sein, von der Theorie her. Ich versuch's jetzt einfach. Aber so wirklich Ahnung habe ich ja von dem Spiel nicht, weil wenn man bei 100% Crit nicht crittet, dann. Ist alles anders. Ja, wie gesagt, mach eine Montage. Warum's. Okay, der wäre eh tot. Ja, jetzt kommt Kindred. Ich von der anderen Seite. Komm. EQ und sie ist tot. Zack. Irgendwo da hausiert sie noch rum. Da ist sie. Ach klar. Ah, der Rest ist... Ich glaube, Jhin hat auch richtig gelitten in diesem Modus. Der spielt. Jhin ist nämlich sowieso ein Champion. Ja, der nicht so. Der hat ja noch schlimmere Auto-Attacks als ich. Also der steht auf 5-15, der tut mir ehrlich gesagt leid, weil. Ja, der Sion dagegen 2-11. Der 18er. Ja, kommt alle wieder zu mir, ey. Das ist aber ein langes Spiel, du. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, so 100% Crit-Ding geht schnell. Auch sehr ausgeglichen. Wir standen zwischendurch, was war das, als ich es erwähnt hatte? 10, 13, 15 Kills vorne. Jetzt wieder doch ausgeglichen. Das ist halt wie, genau das, was ich am Anfang gesagt habe, wie wer erwischt wird im Endeffekt. Ja, leider wurde ich echt schlecht erwischt und ich bin schon so komisch am Reingehen. Ich gehe eigentlich nur noch rein. Warte, die pushen? Ich kann die vielleicht beenden. Da kommt hier der Sion. Der soll seine Q chargen, dann gehe ich rein.
treffen sich gegenseitig, wird gebasht. Da hier. Praktisch. Kommen die zu mir? Ich kann, oder kann ich enden? Ja, ich denke, die kommen zu dir. Ich kann den hier holen, Oh ja. Und warum? Schön. Jetzt echt weiter. King, LeBlanc ist noch 45 Sekunden weg, ey. Alushin ist hier, glaube ich. Ja. Ah, ne, da ist er. Scheiße! Da war das da was Echo. Aber, ey, ich schwör's dir, hätte ich mit dem Attack-Move gespielt in diesem Game, da hätte ich schon so oft das Duell gewonnen, aber ich spiele einfach mit diesem Move nicht. Ich weiß, es ist noobig, aber das kann ich mir einfach nicht mehr aneignen. Okay, dann hier, in die Vita. Ja, stimmt, Lucian hat jetzt ja auch seine Double-Auto-Attacks, Double-Kritten. Ach, ich hab total was verpeilt, dass die Q-On-It-Effekte heißt ja gar nicht, dass die kritten kann. Mensch, ey, lass mich doch! Mensch, lass mich doch, ey! Ey, die ist echt so. Ich glaube aber, deine Q krittet jetzt trotzdem 100%, oder? Nee, irgendwie, das ist ja nur dieses Applies-On-It-Effekt. Ja, aber ich glaube, die kann trotzdem kritten, oder? Aber es hat sich gerade. Musst du mal an dem Minion versuchen, ob der dann 100%. Ja, genau, es sah extrem schwach aus. Also halt nur Static, was rauskommt, ne? Oh, die machen jetzt, glaube ich, Baron. Scheiße, Kindred will es nicht checken. Wir haben Ulti ich jetzt einfach. Okay, die machen kein Baron. Echo läuft aber hoch. Vielleicht kann ich da Kindred noch saven. Minuten, full squishy Bild, ey. Und sie ist down! LeBlanc ist down! Es ist schon cool, diese eine Axt, die ich habe, die ist krank. Wenn wir alle draufhauen, dann müsste es schnell gehen eigentlich. Okay, GG, oder? Ja, läuft. Und der. Ja, der Sion hatte später dann am Ende jetzt doch auch seine Props, ey. Was sich in der Lane irgendwie noch ganz gefährlich angefühlt hat, später, der kommt da nicht ran, ey. So, hier haben wir zwei Super Vasallen, wir haben 30 Sekunden. Es wird knapp, ey. Die Frage ist halt, was die LeBlanc gleich anrichten kann. Ballert jetzt Kindred einfach mit Ulti rein, oder? Nee, noch. Ach stimmt, in ihrer Ulti können wir ja eigentlich das Spiel beenden, ne? Ja, das war's. GG, Leute. Ey, richtig schönes Spiel. Was ein Game, ey. Auf jeden Fall. Schaut mal meinem Bruder vorbei. Damage Graph will ich auch nochmal sehen. Hm, ich hatte zwischenzeitlich einen Salzstreuer über dem Kopf. Aber der war zum Glück irgendwann leer, also dann ging's wieder. Ja. Kann man sich schönreden, wie man will. Ich habe hart gesagt. Guck mal, ja, die Kindred und die LeBlanc, das war genau das, was wir gespürt haben, ne? Ja. Nicht schlecht auf jeden Fall. Warte mal, Damage. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wie gesagt, schaut bei meinem Bro vorbei. Hoffentlich hat es euch trotzdem irgendwo gefallen, entertained. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.